Also einen wunderschönen guten Tag miteinander. Die Twitch-Zuschauer, die kommen noch. Aber ich denke mal, ihr hört mich jetzt schon. Ich habe ein bisschen Zeit versetzt bei der Aufzeichnung. Und willkommen in Basel. Heute scheint die Sonne leider nicht. Es ist ein richtiges Rattenwetter. Aber mal schauen, dass wir es erleben. Mahlzeit miteinander. Moin, 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 moin. Mahlzeit. Live aus Aiblali. Komm. Schlimmste Stadt der Schweiz. Egal wo ich herkomme, entweder das ist die beste oder die schlimmste Stadt, das ist wirklich herrlich. So, also die Sonne, die ist heute auf jeden Fall nicht am Start, das ist ja schade. Aber dafür ist es nicht ganz so kalt. Also es ist wärmer als in Zürich, gefühlt jedenfalls. Hab ich Vorfahrt? Ne, der fährt durch. Gut. Bin mit den Zebrastreifen noch nicht so ganz konform. Volumes, danke für den dritten Resub. Und Killers, Killer, ey du Gammel, Opa, was geht? Es geht jetzt durch Basel. Wild. Bin gespannt, was uns hier erwartet. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Stadt der Kultur, der Museen und so weiter. Aber ich gehe mal davon aus, dass es hier auch schön wird. Ja. Ich habe vorhin vor allem erstmal überhaupt keinen Empfang gehabt. Hatte erstmal 3 Mbit Up und Download jeweils. Dann mit dem anderen Handy Test gemacht. 330 Mbit Download im 5G-Netz. Junge, ist das krank. Und dann 2 Minuten später hat sich das hier auch gefangen. Dann ging es wieder. Ich dachte schon, ey, ich wäre jetzt wirklich ausgerastet, hätte das jetzt hier nicht geklappt. Aber es klappt. Und das ist schön. Ich hätte mich auch sehr gewundert, wenn in der Schweiz das Internet schlecht wäre. Dann hätte ich vielleicht aus Versehen den Zug nach Deutschland genommen. Dann hätte ich das auf jeden Fall eine Erklärung. Also, ich bin jetzt hier auf der einen Seite des Flusses. Und hier ist... ja, halt so ein Viertel, wo aber mehr oder weniger gewohnt wird. Und wir gehen dann über die Brücke. Und da drüben ist dann so das, was wir in Deutschland als Altstadt kennen, sag ich mal so. Da gibt es dann bestimmt das eine oder andere interessante. Henry, ich habe dich vermisst, live zu sehen. Troublemaker, das ist echt süß. Vielen Dank für dein halbes Jahr, Bré. Moin, 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 der Feind. Ich lebe bald in dir, René Hoodwatcher. Und Regal, auch danke für eure Subs. Schub! Herr 1892, danke für 2 Jahre, Alter. Regal hat's auch bald. Junge, ist das krank, so lange bin ich hier schon Herr über meinen eigenen Körper, dass ich noch nicht für immer gebannt bin, das ist wirklich unfassbar. Sars. Wärst du jetzt lieber im Fort Blue unterwegs? Also da würde ich gerne mal eine Tour durch Emskirchen machen, Alter. Wie episch wäre denn das, wenn man mit diesem Mann einfach mal eine Runde da durchfahren könnte? Ich meine, da würden Leute gutes Geld zahlen. Also, ich auch. Also, wenn der Mann das sowas anbieten würde, ich sag's euch, der könnte wirklich gut leben. Aber eine Stunde oder anderthalb am Tag zu streamen, während man fast einschläft, das ist das Beste, was man machen kann. Er muss ja auf das Haus aufpassen, deswegen. Gerade mal 50 Kilometer von mir weg. Ja, Tierblume. Also wenn ich meine Hose runterziehe, könnte ich mit meiner Pimmelspitze dich noch einholen. Hm. Ist da auch 2G? Ja, kommt drauf an, für was? Also, naja, für die Sachen, wo man körpernahe Dienstleistungen hat. Also, na gut, Friseur zum Beispiel glaube ich nicht. Aber zum Beispiel Fitnessstudio auf jeden Fall. Kommt drauf an halt. Also in Innenräumen, in Gaststätten aber auch. Also so viel anders ist es halt nicht. Ganz normal. Ganz entspannt, Bré. Ja, Junge. Such die Ochsengasse. Ah, ihr wollt mich doch schon wieder nur in den Puff locken hier. Das ist Kultur hier. Guckt euch das mal an. Also ein sehr magerer Turm. Wir sehen dann nicht nur eine Kirche, wir sehen dann den Vater aller Kirchen. Das wird richtig schön.
Junge, warum bist du nicht high? Ich werde hier passiv high. Hier stinkt es an jeder Ecke nach Ort. Das ist absolut herrlich. Alter. Junge. So. Ich darf die Brücke noch nie verpassen. Willkommen, Meister. Grüße gehen raus an Rudi aus Buddeln. Lustig. Der ist sehr bekannt, also der wird echt oft gegrüßt hier. Gehst du auch mal nach Aarau? Ja, mal schauen. Also ich würde auf jeden Fall eigentlich gerne noch Genf mal besucht haben. Es gibt hier so viel zu sehen. Ich kann hier auch nie ewig bleiben. Zum Ende muss ich bald Insolvenz anmelden. Alter! Au! Ah! Ah! Zum anderen muss ich auch mal irgendwann wieder in der Heimat die Stellung halten. Junge, sorry. Also ich bin mir sicher, dass es unfassbar laut war gerade. Scheiße. Drei Streams gleichzeitig schauen überfordert mich. Bre, ich fühle dich sowas von. Das ist der einzige Grund, warum ich vier Bildschirme habe zu Hause. Wie machst du das mit dem Datenvolumen in der Schweiz wegen Roaming? Ich habe hier 48 GB. Danach drehen die irgendwie durch, habe ich jetzt aber nicht aufgepasst. Und jeden Tag, an dem ich das Internet nutze, muss ich 5,99 € bezahlen. Ja, aber ich nutze das ja nur an den Tagen, wo ich live bin. Da geht das. Also ich habe dann insgesamt, glaube ich, eine Mehrrechnung von ungefähr 50 €. Keine Ahnung, da kann man vielleicht, auch wenn man das irgendwie anders anstellt, ein paar Euro günstiger. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Verbindung hier und habe irgendwie echt Angst, Karten aus meinem Handy zu zerren und wieder reinzustecken, weil das war eben das, mit dem ich gerade streame. Da hätte ich echt Angst, das nochmal zu machen, weil ich beim letzten Mal fast die Drähte rausgerubbt habe. Klingt jetzt vielleicht dämlich, ist es auch, aber das ist mir das Risiko jetzt nicht wert. Geht zu Meckes, ach Gott bewahre. Mein Freak, danke für den 8. Monat. Komm! Metal-Leute, moin aus Leipzig, Grüße zurück. Komm mal nach Rüsselsheim. Ja, ich bin so viel wie möglich unterwegs, Bre. Ganymed, danke für die 10.000. Guten Morgen, guten Rattenarsch. Wer hat's erfunden? Na dann, wir. Okay, ja, alles klar. Fred, danke für den Prime. Wo bist du? Ich bin in Bonn. Das steht ja auch im Titel. Bah, Junge, wir müssen so eine Compilation machen aus Wo bist du? Das ist wirklich faszinierend. Also, dass diese Frage halt wirklich ernsthaft aufkommt. Also, ich glaube halt auch nicht, dass es ein Troll ist. Ja, Goldschmiede. Yeah. Ringgranat. Geil. So, mein Name ist übrigens Max Goldschmied. Max Goldbergstein nennt man nämlich auch. Und jetzt sind wir. Oh, wir sind da. Geil. Oh, ey, guckt euch das an. Schade, wie gesagt, dass heute keine Sonne ist. Morgen soll es vor allem schneien in Zürich. Jo! Möbius Mulmus! Bree! Oh nee. Ja, gut. Also da gehen wir jetzt rüber. Und im Prinzip dort hinten soll der Bär angeblich steppen. Ist das in Prolis? Ja! Yeah. Es ist der breiteste Fluss in der Stadt in der Schweiz. So wie ich das gehört habe. Es sieht auf jeden Fall auch breiter aus als die Elbe in Dresden. Das ist echt wild. Diese Häuser, wie die einfach so nebeneinander stehen, das sieht schön aus, wirklich. Und hier ist eigentlich noch viel schöner auf der Seite. Trödelmarkt habe ich hier noch nicht gesehen. Aber gestartet bin ich an so einem kleinen Wochenmarkt. Die hatten nur leider keine Fruchtsäfte, die hatten nur Sirup. Durst. Beziehungsweise eher Bock auf so eine schöne Schorle oder sowas. Oh ja. Schaffen wir das noch? Ja, das schaffen wir noch. Ah, komm. Ja. Ausgezeichnet. Ja. Dresden hat sich mies verändert, Bre. Ja. Nee, also. Das ist schon sehr schön, aber ich bin immer wieder froh, in der Heimat zu sein.
Ach, schade, Sonne. Hätte das glaube ich noch ein bisschen schöner gemacht. Hier ist immer wirklich eine Seltenheit, sag ich mal so, die Sonne zu finden. Seit wann so ein Touri? Ne, schon immer? Dausinger, danke für den dritten, geliebter Onkel. Honigmetmaul, danke für den 18. Monat, Alter. Was arbeitet der Herr Sumpex? Ich glaube Klempner. Aber der Mann verstopft halt die Toiletten und dann macht er sie auch wieder frei. Das ist so ein unendliches Business. Mario, ich bin jetzt erstmal seit so einer Dreiviertelstunde in Basel und habe jetzt noch nicht so viel gesehen. Bis jetzt gefällt mir Zürich besser. Und das liegt vor allem auch daran hier, weil das macht mich gerade wirklich sauer. Also wirklich, mitten in Basel steht einfach eine Bulle Berliner Luft. Herr Obstand, ja, ich bin alleine hier, aber das ist doch nicht schlimm. Das ist doch geil. Gibt nichts Besseres, als eine Stadt ganz alleine zu erkunden. Gehe ich niemandem auf den Sack. Man kann machen, was ich will. Das ist doch herrlich. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, so richtig mit mehreren Leuten jetzt hierher zu kommen und zu streamen. So, außer die sind halt genauso drauf wie ich, wie zum Beispiel der Sergeant. Weil jeder andere will ja dann irgendwas Spezielles machen und keine Ahnung. So ist es am allerunbeschwertesten. Triffst du dich mit Adi Totoro? Das habe ich noch nie gehört. Sun Koala, danke für den Prime. So, jetzt muss ich auch mal das Handy einschicken, weil mir gleich die rechte Hand abfällt. Ich bedanke mich noch bei Maxo für den 21. und bei Lord Gandalf für den Primeroni. So. Okay. Gut. Stolzer Sauerkrautesser. Ich schlafe in einem Biwak. Ich erwarte ein Liebesschloss von dir und der Community. Also vielleicht finde ich hier noch einen Strand. Da kann ich so eine kleine Burg aus Kot basteln. Das, ja, aber was ein Schloss anbringt, Bree. Das, ja, übrigens, falls euch interessiert, genau da übernachte ich. Ich esse deine Mütze zum Mittag. Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch. Ah, ich krieg's jetzt gar nicht rüber, mit der Kapuze die ganze Zeit rumzulaufen. Deswegen habe ich mich jetzt mal für diese Mütze entschieden. Ein bisschen windig hier. So richtig kalter. Die Schweizer Kälte ist echt brutal. Es ist immer so eine hohe Luftfeuchtigkeit. So ein leichter Wind. Es geht in Mark und Bein. Mark und Bein. Okay. BigFlow99, damit hat sich deine Frage auch beantwortet. Alhamdulillah. Schöne Jacke Bree. In der Tat, die habe ich in Polen sehr günstig geschossen. Da war ich echt glücklich. Endlich mal eine Daunenjacke, die nicht jeder anhat. Also ich habe bisher noch keinen zweiten damit gesehen. Vielleicht haben die hier dieses Messer, von was ich euch letztens erzählt habe, bisher nicht. Schade, die haben so eine Edition zum Goldbarren. Kann man mit Barren flexen. Suche ich die ganze Zeit. Aber hör mir auf mit Wellenstein. Also Wellenstein kann auch gut aussehen. Der Onkel hat ja auch die klassische. Also wirklich die einfach jeder anhat. Ich habe auch eine Wellenstein, aber die ist ein bisschen anders geschnitten. Aber Wellenstein hat mittlerweile so ein Image, keine Ahnung. Also man hat das einfach jeder an. Also hier nicht. Hier haben alle so Moncler, North Face oder so, aber in deutschen Großstädten, naja. Mehr Gewalt, Märsche durch die Schweiz, komm! Also ich will auf jeden Fall, also wenn es mir ein bisschen wärmer ist, auch mal eine Nacht draußen verbringen. Das hat mir irgendwie echt gefallen, was der Schender so gebracht hat, diese Übernachtung draußen. Das war ein bisschen sehr geisteskrank, aber so an sich mal eine Nacht wieder draußen zu habe ich schon mal gemacht, im Zelt. Also wild gezeltet, aber war so richtig abgelegen. Ja, hätte ich auch Bock. Okay, hier sieht es echt geil aus. Alter, boah. So stelle ich mir das in Russland vor, oder? Oh Junge, diese Geräusche von der Bahn. Ich weiß ja nie, ob das Handy das ein bisschen runterstuft, aber in echt ist das so laut, das tut richtig weh. Langstraße Camping.
Wer will denn was? Ich sag's nichts. Sieht schon ziemlich schön aus. Hier werden übrigens jetzt automatisch 5 Franken von meinem Konto abgebucht. In der Schweiz ist nichts gratis. Haben Sie schon mal wild gepinkelt? Ja, habe ich wirklich. 5 Minuten vor dem Stream. Habe ich wild in die Ecke eines Hauses uriniert. Also nicht in die Ecke, also außen. Ach Junge, ich hält mich immer im Kopf und Kragen. Renovatum et amplificatum anno domini MDCCC1 oder I. Das sieht Baba aus, Brudi. Hast du früher Dr. Kawashimas Gehirnjogging gespielt? Nee, das merkt man. Classic. Kind, wer es nicht kennt. Dreh dich mal um 230 Grad. 90. 180. 30. So, hier. Das sind aber nicht 230 Grad. Ja. Er sieht schön aus, auf jeden Fall. Gerade, Junge. Bah. Komm mal irgendwann nach Köln. Ja, ich wüsste jetzt echt nie, warum schon wieder. Das ist jetzt, es gibt Schöneres. Junge. Den Helikopter 117. Die Polizeinummer ist hier 117, das wusste ich gar nicht. Das sind, glaube ich, die Sachen, die man wissen sollte, oder? Aber ja, jetzt weiß ich's. Fieters 9000, danke für den Prime. Und Nadi, danke für den 7. Vielen Anus. Oh, der Junge, mal ein paar Maroni hole ich mir später auch. Habe ich ja noch gar keine gegessen, das ist eigentlich eine Sauerei. So, also hier ist auf jeden Fall viel weniger los als in Zürich. Ich glaube, der Bre muss mal etwas gestimmt werden. Also, Alter! Ja, ich bin morgen in Zürich mit dem guten Herr Sumpex. Alter, was macht man damit? Ist das ja Wahnsinn. Man damit damals wahrscheinlich so bei Pferderennen oder so Nahaufnahmen gemacht. Also, die halt sehr weit weg waren. Oder? Keine Ahnung, das sieht einfach krass aus. Junge. Wild. Oh Junge, der Geruch vom Lasch. Kann man das essen? Nein, das ist Seife. Achso, dann tschüss. Ah, Junge, der Mann, der absolute Ehrenmann, der sagt, ja, Sie müssen es probieren. Ja, gefällt mir. Oh, dieser Laden würde dem Mädchen viel gefallen. Basel Dry Gin. Oh ja. Da nehme ich was mit. Da nehme ich was mit. Geil. Ich habe beim letzten Mal aus der Schweiz schon nichts mitgebracht. Ich diesmal wenigstens was Solides mitnehmen. Oh, Grüße an den Einarmigen, Alter. Das ist bestimmt nicht so einfach, immer die Maske aufzuziehen. Das Mädchen wirklich anwesend? Das Mädchen ist wirklich da. Ich Lul. Oh nee, das ist der Empfang. Oh nee. Die haben nur bis 18 Uhr auf.
Sind wir noch online? Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, weil der Empfang ein bisschen runterging. Okay, ich kaufe das jetzt schnell, falls es ganz kurz weggeht. Ich bin gleich wieder online. Alter, 14,90, wisst ihr mich? Milchfett. Beim nächsten Mal? Genau. Bitte schön. Grüezi. Moin, moin. Ja, nur das. Viele Fernsehen. Junge. Alter, habt ihr das gerade alles gehört? Junge, dieser Herr hier hat gerade literweise Öl erworben. Alter, ey. Was man immer alles so erlebt, das ist ja absolut geisteskrank. Ja, hier herrscht noch Maskenpflicht. Nee, ist mal ernsthaft, habt ihr das wirklich gefragt? Gehört? Der Mutti bringe ich irgendwas mit. Aber keinen Schnaps. Weil ich bin einer in der Familie komplett im Suff verfallen ist. Ah, schade, wenn ihr echt nichts gehört habt, Junge. Das war absolut geisteskrank. Also ich habe echt ein bisschen Angst gehabt in dem Moment. Die Stimme des älteren Herrn, die hat sich angehört, als hätte der Mann die letzten Jahre nur Essig zu sich genommen. Junge, das ist echt nie übertrieben. Oh nee, oder, Alter? Ja, entschuldigt diesen andauernden Lärm. Das ist ja wirklich unter aller Kanone. So, okay.
Hätten wir das auch hinter uns gebracht? Ich habe eigentlich echt gehofft, dass der mich abspritzt, also nur Homo. Hätte euch bestimmt gefallen, aber der Mann war gnädig. Maschallah. Kappa. Kommst du mal nach Nürnberg? Ich bin live und... Was machst du in Basel? Ich spiele God of War. Nein, was? Ja. No way. Können wir ein Foto machen? Sehr gern. Geil. Vielen Dank. Hey, danke dir. Viel Spaß in Basel. Danke noch. Gleichfalls. Schönes Wochenende. Danke dir. Komm. Oh, da vorne sieht es auch schön aus. Der Wind hier in der Gasse los, das macht mich matt. Weil bei Google stand 6 bis 8 km/h. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Junge, einfach das, was BBSRS1 schreibt, einfach nur das. Ja, oh, eine schöne Stadt hier, also. Auch eine schöne Stadt. Aber ich bin gespannt, wie es dann im Dunkeln aussieht, wenn man ein bisschen. Ja, von den Lichtern sieht am Fluss. Hier sind übrigens meine beiden Familien, Goldschmied und Silberschmied. Also wir haben uns damals umbenannt in Herzberg, um es ein bisschen einfacher zu haben. So. Nur mal für die, die es nicht wissen. So, ich suche immer noch nach einer Limonade und es ist so eine Art Streetfood. Außer Maronen, die will ich später noch verspeisen. Ich war schon mal in Prolis für einen Stream. Das war wild. Aber der Weg nach Polis, der war sehr schlecht. Maschallah. Ausgekleidet mit Empfang. Kappa übrigens. Dieser Laden ist ja lang und schmal. Vielen Dank, The Foxy P und Crazy Fox für die Sabaronis. Sehr freundlich. So, entschuldigen Sie, ja. Wie komme ich denn hier nach Basel? Ja, wie komme ich hier nach Basel? Das ist Basel. Ach so, vielen Dank, das ging ja schnell. Das ist Basel, Sie sind in Basel. Ja, gut. Wohin müssen Sie in Basel? Nee, nach Basel, ist richtig. Basel ist richtig, Sie sind in Basel. Ja, ausgezeichnet. Voll in der Innenstadt. Baba, Bruder. Ja, schönes Wochenende. Danke. Warum hattest du als Kind so rötliche Augen? Das Vieh hat sich damals viel schön geschmökert. Hm. Hier werden ja schon wieder Straßenarbeiten gemacht. Das kann doch nie wahr sein. Diesmal werde ich die aber meiden. Es tut mir leid wegen dem Lärm vorhin. Ja. Die Leute sind bis jetzt wirklich sehr, sehr nett. Also, ich hoffe, dass sie mich auch in netter Erinnerung behalten. Ich gebe mir Mühe. Stimmt hier. Ich gehe mal davon aus, dass der Empfang hier drin nicht abbricht. Hole ich mir hier mein Limonädle. Nein, ich möchte die Arbeitsmaschinen sehen, Junge. Sir Laossi, bitte halt zu dich. Brie, machen wir auch Hälfte, Hälfte. Schmackhaft aus. Neun? Hallo. Kann ich hier mit barem Geld zahlen? Natürlich, ja. Oh, ausgezeichnet. Ist.
So. Oh. Mensch, das ist immer eine Kacke hier mit dem Maulwindelkack. Kappa. 17 Uhr bin ich wieder da. Junge, das ist die Pizzeria des Lords. So. Gut. Kalander. Sieht auf jeden Fall gut aus. Schmeckt fast wie Gösser. Boah, boah, geil. Mm. Mm. Ah. Mm. Und sogar nur 2,0%. Das kann man ja sogar zum Frühstück genießen. Das gefällt mir. Du hattest die Maske falsch oben an. Ja, das stimmt. Die innere Seite hat sich so oft gelöst von meinem Bart, dass da so ganz viele Fäden rauskommen. Und ich habe vorhin vergessen, die neue mitzunehmen. Deswegen habe ich die so rum an. Ist immer richtig eklig. Ich kann die eigentlich immer nur so maximal 2 Tage tragen, bis der Bart die so oft geraut hat, dass ich die ganze Zeit Fäden im Hals und in der Nase habe. Hey. Ja, Mahlzeit, bra! Ja, ein Foto machen. Ja, sehr gern. Hey, cool, hey. Danke vielmals. Danke gleichfalls. Ich suche Basel. Ja. Du suchst Basel? Ja. Was machst du hier so? Na, Livestream und ja, den Leuten. Darf man hier auf offener Straße eigentlich ja, eingehen? Ja, 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 kein wirklich? Problem. Ja, ja. Okay, bis auf dich, mach alles. Okay, steht steil. Cool. Mit wem bist du hier? Mit diesem Gimbal. Ah, und sonst allein, oder was? Nee, es sind ja noch 1500 Leute. Ah, ja. Okay, cool, cool. Ja. Okay, in dem Fall, ja. Viel Spaß noch. Danke gleichfalls. Macht dir zu viel Scheiß, ja. Yeah! Ciao, ciao. Ja. Geh mal in Cartier und kauf einen Radler. Ein Cartier. Ja, der Mann macht mich auch geil. Der sah eng aus und süß. Junge, diese völlig random Straßenarbeiten. Hier wird einfach so ein kleines Viereck der Straße aufgeruppt, das ist herrlich. Und vorne auch. Alter, das ist ein geiles Gefährt. Junge! Kulturbox. Kulturbox. Gavunga Winga. Ja. Können Sie mir mit diesem Hammer den Nüschel einballern? Ja. Können Sie mich damit spalten? Jawohl! Ja. Frohes Schaffen, Bre! Jetzt weiß ich nie, wo es lang geht. Ich muss dringend zum Friseur. Herren, waschen, schneiden, Styling 2. Bro. Herren, waschen, schneiden, Styling 52 Euro. Ja, gut, dann ist die Frage auch mal beantwortet, warum ich immer noch nie beim Friseur war. Na, das sind 50 Euro oder 49 Euro halt. Also das nimmt sich nicht viel. Oder 48,50. Keine Ahnung. Nein, das ist kein 2G. Aber das hat ja damit nichts zu tun. Da lasse ich mich lieber im Keller vom bekannten Shisha-Mann des Vertrauens scheren, so wie über die letzten 2 Jahre, anstatt für 52 Franken zum Friseur zu gehen. Morgen wieder Spiele, das ist ein legitimes Zitat von mir. So, okay, wir sind hier scheinbar in der falschen Gegend. Aber der Mann hat gesagt, ich darf mich hier besaufen. Das ist, ich fühle mich hier sehr willkommen. Und er hat nicht gesagt, Radler ist kein Alkohol. Also, ich bin begeistert. Die Basler scheinen keine Simmenfahrer zu sein. Franken, ja, sorry, das kommt manchmal schon von ganz alleine raus, weil, naja, ihr wisst ja, wie es ist. Ihr wisst ja, wie es ist. Was?
Adler, das erste Mal, dass ich dich live sehe. Wie war die Challenge mit einem Monat ohne Bier? Zieht das auch gerade durch? Ende Januar habe ich es geschafft. Das war bei mir der September, wo ich komplett auf Alkohol verzichtet habe. Und das war kein Problem. Es hat sich im Prinzip einen Monat lang so angefühlt, als würden halt die Gewohnheiten ein bisschen weniger. Aber es war ja kein Problem. Ganz im Gegenteil. Es tat echt gut. Da war das mit dem Koffein viel schlimmer. Aber mittlerweile bin ich, was das Koffein angeht, absolut über den Berg. Und ich habe auch das Gefühl, ich brauche es nicht mehr. Also gar nicht mehr. Fühlt sich richtig geil an. Ich kann richtig schön einschlafen und stehe früh auf. Ein Traum, wirklich. Ich wusste gar nicht mehr, dass es mein Körper kann und habe das immer irgendwie auf andere Sachen geschoben. Statt auf diesen Zufuhr von diesem Müll. Naja, aber es geht ja nie nur ums Koffein, es geht ja um die Energy Drinks vor allem auch an sich. So, ich muss dann dort vorne auch mal eine kurze Pause machen und mal aufs Navi gucken, damit ich mich hier nicht komplett verdaddel, weil ich glaube, wir sind völlig falsch. Was machst du in Basel? Was mache ich hier? Ich erkunde die Innenstadt und teile meine abgemagerten Impressionen mit euch. Sie hören sich Süchtige an. Ja, das war ich. Definitiv. Also, und zwar massivst über viele Jahre. Das gebe ich offen zu. Aber mittlerweile, ich denke schon, ach hier, stimmt, hier wollte ich ja hin. Ja, ich habe das schon wieder vergessen. Es gibt immer so viele Themen, da vergisst man immer, was das Ziel war. Ihr wolltet ja zu einer schönen Kirche und ich wollte euch die Kirche seinen Vater zeigen. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Mann, achso, nee, was ich sagen wollte ist, ich denke auch, wenn dieser Monat vorbei ist, werde ich die Finger von Energy Drinks lassen. Habe ich auch beim letzten Mal schon so angesprochen. Hier und da mal eine Mate geht, so ein kleines Käffchen. Aber diese verdammten Energy Drinks sind das pure Gift. Nee, ich glaube, die werde ich wirklich an den Nagel hängen. So. Der Dom muss weg. Junge, gab sogar eine Antwort. Aber hoch ist der nicht. Also im Vergleich zum Kölner Dom sieht der ungefähr halb so hoch aus. Bier ist gesünder. Na, definitiv ist es gesünder. Also dieses Radler hier, ja, ist ja wirklich gesund. Fast schon im Vergleich zum Energy-Ding. Würde ich mal behaupten. Ja, weniger schädlich ist auf jeden Fall die bessere Ausdrucksweise, ja. Aber ihr wisst schon, wie ich es meine. So, gucken wir mal, wenn die offen haben. Junge, sieht das schön aus. Das Glas ist wirklich sehr, sehr schön an den Scheiben. Heiliger. Na gut, gehen wir mal dieses Gotteshaus jetzt nicht weiter stören. Ich kann ja in der Streamaufzeichnung dann so ein bisschen Geschrei einfügen, so ein paar Affengeräusche. Die Leute werden niemals wissen, dass ich in Wahrheit ruhig war. Oh, Schoki! Attrappe ungenießbar, bitte nicht mitnehmen, danke. Lol. Also, ich vermute mal, dass dieser Zettel nur hier ist, weil das Ding vorher mal mitgenommen bzw. verspeist wurde. Und das ist echt krank. Ja. Ich werde das auf keinen Fall mitnehmen, weil, ja, wie ich schon vermute, ist das sehr schwer. Das wiegt locker 10 Kilo oder so. Das ist ja voller Sand und Mist. Aber krank, dass der Zettel dort ist, wirklich. Ich hätte jetzt echt nie gedacht, dass man das nicht essen kann. Attrappe von was? Nee, das sind so Süßigkeiten. Da ist immer ein Stück Schokolade drin. Also natürlich sehr, sehr viel kleiner. Also hier an dieser Stelle hat der Arthur mit seinem Chemieurinstrahl rangepullert, immer und immer wieder. Und dann haben sich hier über die Jahre diese Ablagerung gebildet. Das ist wahre Kunst, bra. Winkel, vielen Mastern. Nee, ich bin völlig durch. Malefiz, vielen Dank für den 100er. Wahnsinniger. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ja, wahnsinnig.
Ey, das ist wirklich köstlich. Das ist wirklich köstlich. So, jetzt habe ich ein Bett vergessen, wo ich jetzt mal wie schauen wollte. Dear Mount, mein Lieber, ich grüße dich. Dich sehe ich auch. Ich kann hier alles sehen. Bra! Aber Heimer Swinger, dir danke für den 7. Gucken wir mal kurz rein hier. In das System. Ihr wisst doch, das ist da nicht mehr so in Fleisch und Blut drin. Da kann ich auch mal was vergessen. Das bitte, bitte geißelt mich jetzt nicht. Das Tode. Ganja K 420, danke für den 7. auch an dich. Miss Carolina, danke für den 9. Das Kind wurde soeben entbunden. Lord Gandalf, danke für den Prime. Maxo, danke für den 21. Ich lutsche deinen Jarak. Rein Kino, danke für den Prime. Sun Koala, dir danke ich ebenfalls. Und Fred. Gut, sind wir durch. Wenn die Kameraführung nicht professionell ist, dann müsst ihr mehr trinken. Ah. Ich grüße Marvin und er soll auf ein Bier vorbeikommen. Danke Black für die 100 Diamanten. Ja, genau das, was das Hart schon sagt. Schrei mal was. Was? So, kennst du Umut? Allerdings. So. Nee. Doch, ich bin hier richtig. Das ist ja gar nicht der Münzler. Ich voll Idiot. Der Münz. Steinbrücke, wo bin ich denn? Och nee, ich bin im Kreis gelaufen, oder? Ich bin vollkommen verblödet. Warte mal ganz, ganz kurz bitte. Nee, ich bin nie im Kreis gelaufen. Ich bin richtig, ich muss da. Ich muss da hoch. Gut, perfekt. So. Och, du meine Güte, ich habe mich wieder kalibriert. Ihr Kühl! So hätte schon Armin Laschet erreichen können. Ich distanziere mich ausdrücklich von diesem Mann. Ich überlege echt, das zu verspeisen. Aber wenn der Zettel sagt nein, dann ist nein. Der Zettel hat Autorität. Und die missachte ich nicht. Alter! Das ist 5 vor 12. Alter, dieses Pferd. Pferderik Seibt. Die Großhirnrinde ist versauert. So sieht's aus. Exakt so sieht's aus. Real Slim Shady, vielen Mastdown. Vielen Sub. Yamane, die ist hier. Und Funky, dir danke ich auch für den Resub. Betreten Sie dieses Gotteshaus und lassen Sie Ihre Stimme hören. Henry, bitte. Der Herr sieht alles und er richtet verborgen und im Stillen. Und würde mir dann bestimmt einen flotten Otto verpassen oder ähnliches. Aua. Hier bin ich schon auf irgendwas getreten. Das war eine kleine Warnung. Nicht wahr, Bra? Oh, Junge! Wer hat denn jetzt das Ei geschmissen? Alter! Junge, war das knapp! Haben Sie das gesehen? Alter! Hab ich doch gerade gesagt! Das ist das, dieses Karma, was ich meinte. Junge! Ich habe den Übeltäter nicht gesehen. Alter, ist das geil. Das muss ich auch mal machen. Junge, mein Herz. Das feiere ich. Die jagen dich aus der Stadt. Ja, ich merk's. Alter. Junge. Das ist wow.
schon wild. Ja, das, was der Arzt schreibt, genau das. Herrlein, was ist denn das? Moin, moin. So. Warte mal kurz, ein bisschen hier rechts oder links? Nee, hier komme ich doch gerade her. Ach so. Hier lang geht's, okay, gut. Ich habe mich vertan. Ja, ich bin genau auf diesem Weg. Erst rechts und dann links. Bre. Bitte keine Eier werfen! Du fleckst zu viel, bitte keine Aufklärung, wie man die erste beobachtet im Chat, danke. Junge, große Security, Alter. Bitte nicht noch mehr Eier werfen, danke, das war bereits sehr knapp. Hast du was abbekommen? Nee, nur ein bisschen. Ha, doch klar, heute ist das große Basler Eierwurf-Festival. Oh nee. Es geht immer so schwer raus, aus der Vorhaut zu waschen. Winkel bitte nicht, ich bin froh, dass ich überhaupt den Chat ein bisschen lesen kann. Hoffentlich wirst du heute gerichtet. Ach, das ist nur wieder schön, die Liebe des Chats zu spüren. Diese wohlige Wärme. Mm. Ah. Max, war das eins von deinen Eiern, Alter. Junge. Tanzerwut, du Sau, danke für den 27. Monat. Ich wurde gerade fast mit einem Ei abgeworfen. Also ich wurde natürlich damit abgeworfen, aber er hat mich nicht getroffen. Mahlzeit, bitte keine Eier werfen. Das flog wirklich so 10 cm an meinem Bein vorbei. Ah, da ist das Münster. Oder der Münster. Oder das Münster. Das Münster muss auf jeden Fall weg. Was kostet es hier? Herren schneiden föhnen 79. Aber na gut, Schüler studenten 15% Rabatt, das ist ein Deal. Mountain Duke, danke für den Prime. Alter. Ja, der letzte Lude, irgendwann knickt jeder mal ein. Wart ihr das mit den Eiern? Ja, ja. Da ist es. In der Schweiz ist ein Eierwurf ein Zeichen der Liebe. Junge. Vielen Dank für die Werbung an dieser Stelle. Ich könnte 150.000 Eier klar machen, interessiert? Nein! Ich bitte. Ja, jetzt habt ihr wieder was gefunden, die miesen Ratten. So. Sind leider da, wo wir hinwollen. Hier vorne ist es schön. Alter, ist das geil. Da sitzt der Shinui innen drin. Herrlich. Wo bist du genau? Münster. Da ist Münster. Ja, hier wird es in genau einer halben Stunde dunkel.
Ja, das war ich. Das meine ich ja. Weiß nicht, ob man die Musik gehört hat aus diesem Wagen. Das war sowas wie Bob Marley. Mann, oh, der Wind. Jetzt ist er stark. Verdammt. Kampf den Wind. Ah, wer will denn was? Komm ran. Ich habe mit Hilfe meines Darms Eier ins Stadion geschmuggelt. So macht der Seib das schon seit Jahrzehnten mit Sehnen und Fackeln. Endlich mal Ruhe. Junge, das sieht aus wie Eierwerfer. Kampf! Bitte nicht mit Eiern werfen! Mahlzeit, Bré! Hallöchen. Wie kann ich mich schützen vor diesen Angriffen? Gute Frage, das weiß ich nicht. Ah, das ist kein Willkommensritual hier, oder? Das, nee, nee. Das zeugt von großem Hass und Abscheu. Ja, ganz bestimmt. Verdammt. Seid ihr sehr schnell vorwärts gelaufen? Ja, sehr schnell. Wir sind hier durch Halb Basel gelaufen. Geil. Ja. Und auf jeden Fall... Oh, Junge. Philipp, danke, dass du mich angerufen hast, Digga. Danke, dass du mir gesagt hast, wo er gerade langläuft. Nee, weil das Problem ist, wir kommen nicht aus Schweiz, das ist das Problem. Und wir haben halt deutsches Netz und hier haben wir halt Roaming und wir haben beide kein Geld mehr auf unserem Handy, weil wir die ganze Zeit den Twitch-Stream von dir verfolgt haben. Alter. Das Skyline fragt, wo das Kleingeld dieser anhänglichen Knaben ist. Ja, die sehen wirklich eng aus. Also, seid ihr schon über 18? Nee. Oh, dann nehme ich alles zurück, das war Satire. Kappa. Hast du ein Problem, wenn wir noch ein Foto mit dir machen? Nein, außer ihr wollt mich vorher zusammentreten und dann von meiner Leiche posieren, sonst ja gern. Okay. Ausgezeichnet. Okay. Ich möchte keine Eier haben. Junge, was zum Geier? Auch nicht verfindbar. Vielen lieben Dank, Bré. Ja, gerne. Danke für die Unterstützung, der Wahnsinn. Ja. Also, das ist ja krank. Ja. Wir hätten niemals gedacht, dass irgendein YouTuber zu uns hier kommt. Ist doch schön hier. Also, ja, geht mir zwar ein bisschen auf die Eier, aber... Ja, sorry. Sorry. Das waren 3 Fotos. Ja, das werde ich dir mal noch in Rechnung stellen. Ja. Bitte. Lieber 3 ist gar keine. Ja, war. Ja. Erzähl bitte mal einen Witz, der Twitch-konform ist. Was passiert, wenn man Cola und Bier trinkt, man kollabiert? Das war ein sehr adäquater Witz. Der hat das Niveau dieses Streams definitiv hochgetrieben. Hoffentlich. Jo, also merklich. Ja. Nun denn, aufgrund der geltenden Corona-Schutzverordnung werde ich mir jetzt verabschieden. Ja. Schönes Wochenende, Bra. Schönes Wochenende. Viel Spaß hier noch in der Schweiz. Danke gleichfalls. Ja. Genießt es. Oh, ist das windig hier. So. Die waren noch nett. Ja, der Witz, der war sehr magisch, ich weiß. Hey, Hector. Der Mann hat bestimmt ein Straußenei dabei. Okay, das sieht schon wild aus. Münster, sein Onkel. Ja, lass mal den Müll, Müll. Ja. Das waren die Eierwerfer, das glaube ich nicht. Ja. Seht euch das an. Das ist schön. Muss mal ein massives Touristenfoto machen. So, schön. Richtige Scheißperspektive. Die haben Eier, die wenn die dich abwerfen. Ja, warum? Hat jemand einen Clip vom Eierwurf? Davon gehe ich mal sehr stark aus, dass das mindestens 25 Mal geklippt wurde. Wenn das reicht. Der Energy Drink von Farid Bang ist genauso wie jeder andere Energy Drink. Wenn man ihn mir zuschickt, dann würde ich vielleicht mal nippen in einer schwachen Minute.
Aber ich werde mir sowas nicht mehr selbst erwerben, auf jeden Fall. Klar waren das die Eierwerfer, warum sonst so außer Atem? Junge, ja, auf jeden Fall. Sind stabile Beweise. Da kann man absolut nichts dagegen sagen. Opi Varan, vielen Dank für den Sub an dieser Stelle. So, guck schon mal schnell. Aber ich glaube, rechts runter kommen wir dann auf die andere Brücke. Oh. Na egal, laufen wir jetzt halt zu dieser Brücke. Ist ja egal, wir haben noch zwei Brücken, die ich noch nicht übertreten habe. Ach, ich bin so blöde. So blöde, aber hier sieht es auch schön aus. Ach, hier ist auch nichts los. Nichts. Du hättest ihre Rucksäcke filzen müssen, Henry. Stolzer Sauerkrautesser, das ist unter der Brücke, wo wir jetzt hingehen. Und vielleicht sehen wir auch direkt das Tarp. Hier ist wirklich nicht viel los. Also in Zürich war viel, viel mehr los. Auch auf der Einkaufsstraße, wo wir vorhin durchgelaufen sind. Da ist hier echt nicht viel. Komm mal bitte nach Dorm. Hä? Wo kam das jetzt her? Was denn? Das Ei. Hier kam doch gerade ein Ei geflogen. Etwas. Ja. Aber von wo? Ja, vielleicht von irgendjemand von oben oder so. Etwas, ich dachte ein Ei. Ja. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Hä? Danke auf jeden Fall für die Auskunft. What? Ja, wenn ich den Stream anlassen darf währenddessen, dann kann ich. Ja, natürlich. Okay. Das ist kein Problem. Runter. Von hinten und einer muss es unten von unten gehen. Ja, das ist nicht mehr kommen. Passt auf, dass die Vandalen das nicht klauen. Die Eierwerfer. Okay, hab ich sie von der Hand angequatscht. Was? Alles okay, alles okay, alles okay. Keine Panik. Alles okay. Licht an. Hey, wie geht's dir? Ja. Also. Aus Sachsen? Ah, danke. Ich komme aus Dresden, ja. Aus Dresden, was machst du hier? Stream und mich bewerben lassen. Ja, vielleicht. Warum hast du gefilmt hast du? Nee, ich bin scheinbar sehr verhasst. Aber ich weiß nicht warum. Wer hat dich denn beworben? Das ist ja die Frage. Wer war das? Das hat man nicht gesehen. Also. Ich habe eine Idee, warum das so sein kann. Ja. Die Politessen, die hier eingestellt wurden in der letzten Zeit, sind alle Sachsen. Deswegen hassen die... Ganz viele Politessen, die hier eingestellt worden sind, kommen aus Sachsen. Das kann sein, dass man... Dann kann das sein, dass man das so gut assoziiert. Aus Dresden, schau. Aber es sieht ja niemand, dass du aus Dresden bist. Nein, der Sprache merkt mir ein bisschen das. Ja, aber er spricht ja nicht auf der Straße. Eigentlich nicht. Und deswegen verfolgt man die Leute durch die Stadt. Ja, gut. Ja, wer hat dich... Aber das fällt jetzt gar nicht. Nee, ein optisches kann man es nicht erkennen. Ja. Das hat dich kein Ei getroffen. Also, nee, zum Glück nicht. Danke auf jeden Fall für alles. Schönes Wochenende. Warum habe ich mich jetzt eigentlich bedankt? Ach, egal. Ist schon richtig so. Was zum alles in der Welt ist hier los? So, haben wir noch eine Waschmaschine getragen? Ja. Es ist wirklich. Alter. Also wirklich. Also echt krass irgendwie.
Naja. Das kann doch aber nicht sein. In dieser Gasse muss ich doch sehen, wer das Ei geworfen hat. Ey, das ist echt krass. Gut gemacht auf jeden Fall. Also wenn ihr noch zuschaut, wenn die werfen, nicht schlecht. Also ich habe mich bei sowas immer dumm angestellt und wurde meistens erwischt. Ich gehe mal davon aus, dass sie mich treffen wollen. Das ist absolut geisteskrank. Also sorry für den Wind auf jeden Fall gerade hier. Ich bin nicht der Schokotrink-Typ, das ist mir Geschiss. Ich kriege euch noch. Ich habe den Windschutz nicht mitgenommen, weil bei Google stand 6 bis 8 km/h Wind. Ist ja auch nur ganz selten Wind, ist halt egal. Ah nein, an der Brücke haben wir doch angefangen. Hey, das kann nie wahr sein. Kann man denn so blöd sein? Das macht mich gerade so richtig sauer. Eigentlich wollte ich zu dieser Brücke hin. Egal. Guckt euch das an, ist das nicht schön? Das soll die Schweiz sein, sind nicht mal Berge, WTF. Siehst du das da hinten? Das ist schon ein bisschen bergig. Also hier, bei Luzern sind auf jeden Fall größere Berge und mehr Berge, aber hier nicht so viel. Also, man merkt doch schon, man muss im Prinzip 10, 15 Minuten maximal Zug fahren, dann ist man ja schon immer bei den nächsten Bergen. Junge Big Flo, Alter, das. Das, was da hinten ist, ist Deutschland. Echt? Stimmt, ich bin ja eigentlich ziemlich grenznah. Dieser Mann hier, der hält auch sehr geschickt den Abstand zu mir. Wenn du das hörst, dreh dich um. Komm. Ja, das ist halt alles Realität geworden. Seid ihr die Eierwerfer? Ja, na gut, ich grüße Sie. Wie geht's? Naja, ich lebe in Angst und bin auf der Flucht, weil scheinbar will man mir ans Leder. Ja, können wir ein Bild machen? Ja, immer gern drehen. Sehr gut. Ich mach. Mein Mitbewohner wollte ich eigentlich auch noch sehen, hat er uns arbeiten. Mein Beileid an dieser Stelle. Aber er will noch eins saufen, eigentlich mit dir. Mach mal 108. Und 3, 2, 1, los. Hey, danke. Danke. Wie lange bist du noch hier? Hier also, jetzt? Also, nein. Gehst du ein paar Stündchen bin ich nur da. Okay. Ja. Der genießt es. Klar sind die das. Ja, ich weiß nicht. Nein. Er hat die Eier in seiner Jacke. Lass den Verdächtigen nicht aus dem Blick. Getroffen? Nee, getroffen würde ich nicht. Aber zweimal, also im Abstand von so 20, 25 Minuten habe ich jetzt ein Ei von hinten. Okay. Das ist einfach nur schön. Okay. Ja? Wie finden Sie? Vielleicht verfolgt. Ich vermute mal, dass Sie auf dem Fahrrad sind, so, aber. Wo gehst du jetzt noch hin? Na, irgendwo auf große Flächen, wo man mich höchstwahrscheinlich nochmal einkriegt. Ich würde halt wirklich gerne sehen, wer es war. Ja. Das ist da herrlich irgendwie. Ja, da vorne links, da warst du, glaube ich, schon vor dem. Hier bin ich über die Brücke, habe ich angefangen. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich wollte eigentlich dahinter. Also ich laufe einfach nochmal dort lang. Ja, wenn du da links gehst, dann kommen zwei große Plätze. Ja, nacheinander. Ausgezeichnet. Sehr gut. Junge, ist das krank. Der studiert Medizin mit mir. Bitte keine privaten Informationen im Chat, danke. Ja, dann schönes Wochenende auf jeden Fall. Ja, viel Spaß. Kampf. Können Sie bitte für den Rest des Livestreams meine Sicherheit gewähren? Okay, ich verstehe. Ich bin der Baba Saat. Junge, ich bin. Ist das krank? Sind Sie schon 14? Ich vermute mal, ja.
So. Gut, ich glaube, hier sind wir schon mal gewesen. Verdammte Scheiße. Ich bin wirklich ein strohdummer Kelb. Können wir mal kurz zum Fluss gucken. Ich muss schon echt sagen, Luzern war eigentlich die schönste Stadt bisher, die ich hier gesehen habe. In Zürich ist am meisten los. Aber Basel hat doch was. Ist halt alles anders. Das ist wirklich sehr interessant. Hi Cimaroni! Die werden sich später noch gegönnt auf jeden Fall. Aber ich finde die Flussufer, also diese, ich sag mal, Promenaden, die sind irgendwie sehr mager, weil da ist halt einfach nichts. Weil sonst sind da eigentlich immer ganz viele so Restaurants und sowas. Aber ich bin da vorhin schon lang gelaufen, als ich hier ankam. Ist leider nicht so viel. Aber hier waren wir noch nicht. Rango, vielen Dank, geliebter Onkel. Dich letztens im Chat gesehen von... Oh, Junge, diese Geräusche, Alter. Von Marvin California. Du Hund. Gut, Knecht. Knabe mit Fisch. Alter, ist das laut, Junge. Bro. Was geht denn hier ab? Boah, das ist übelst laut jedes Mal. Ich hoffe echt, dass das gottverdammte Handy das ein bisschen runterregelt. Wenn das für euch auch so laut ist wie für mich, dann echt sorry. Oh. Junge. So. Hier sind wir auch an einem sehr interessanten Geschäft. Oh, jetzt sind wir Ruhe hier. Und zwar der Konfiserie Bachmann. Nee, das ist mir zu laut. Das ist mir zu laut. Alter, das hältst du ja nie aus. Oh. Junge, das gute WD-40, ja, das. Und da vorne ist ja schon die Polizei, ich kann schon mal hingehen und sagen, ich werde mit Eiern beworfen, vielleicht begleiten die mich. Junge. Sieht aus, es wird ja alles schon sehr lange liegen. Ich gehe mal lieber weiter. Basel hat auf jeden Fall Eier bewiesen, aber solange mich keins trifft. Naja, ich will es ja auch jetzt hier nicht herausfordern. Junge, die Impfpolizei, Henry. Ah, Adam! Aber schnell. Oder war der nicht blau? Der ist gar nicht mehr. Ich war absolut besoffen. Alter Chaot! Etzeler, fliegst du raus? Ja, ich, Hube, ich weiß, ich warte schon die ganze Zeit. Ey, ich hätte gedacht, hier ist ein bisschen mehr los, aber die Stadt ist halt wirklich eher so, wenn man, naja, soll ich sagen, wenn man Museen besuchen will oder ähnliches. Hier ist es halt nicht so spannend, dass hier der Bär steppt. Ich habe auch schon geschaut, also mir vorher so alles mögliche angeguckt im Netz, was hier interessant ist, aber bis auf
die Kultur, die man jetzt nicht wirklich hier mit abhaken kann, ist hier relativ wenig. Geh mal im Sommer hin. Ja, sowieso. Im Sommer bin ich auf jeden Fall nochmal hier. Aber der Winter hat auch was. Irgendwie, keine Ahnung. Ist auch schön. Die Kirchen sind zwar relativ flach, aber echt, echt schick gemacht. Ja, ja, das Skyline ist auf einmal da. Der hat hier so eine massiven europaweiten Selbstschussanlagen installiert. Er muss nur auf den Knopf drücken und dann fliegt so ein Ei. Sven von der Gosse, danke übrigens für den 8. Monat. Vielen Arsch. Warum nur 720p? Weil ich oft nicht auswählen kann, in was für Formaten ich streame. Und dann hängt das immer auf 1080. Und da können sehr viele Leute das nicht abspielen. Wegen Internet oder ihren Endgeräten oder was weiß ich. Und deswegen gehe ich lieber direkt auf 720. Ich sag's mal, das reicht. Wenn man das jetzt nicht gerade auf dem großen Bildschirm auf Vollbild schaut, wer es auf dem Handy schaut oder halt auf kleinen Bildern, reicht das aus. Und so gibt es halt nie Probleme. Da gibt es halt nicht einen einzigen Abbruch und bei jedem läuft es sauber. Und deswegen ist das, denke ich mal, die beste Möglichkeit dann, finde ich. 1080 würde natürlich auch gehen, aber ja, bringt dann halt ein paar mehr Probleme, als es wirklich im Endeffekt nutzt, denke ich. Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Kampf den Endgeräten, Junge. Ich guck deinen Stream auf Leinwand, Alter. So. Ich gucke auf einem alten Blackberry, danke. Ja, zum Beispiel. Auch wenn es jetzt nicht so viele Leute sind, aber 1080p spielt nie alles ab. Ich komme vor allem nicht drauf klar, dass ich einfach gerade eine Waschmaschine mit in irgendeinen Keller getragen habe. Wie krank ist das denn? So was Geiles, Alter. Das liebe ich einfach. Das liebe ich echt. Junge. Echte Michelin, Mann. 23 Franken. Wild. Wild, wild, wild. Feinste Kunst. Der hat einfach Degen mit. Ich dachte, hier kommt jetzt der mit Pfeil und Bogen, der mich erlegt wie ein Tier. Aber gut. Mich überrascht ja nicht mehr. Bitte nicht den Exhibitionismus im Chat ausüben, danke. So, dann wieder nach links. Und dann sollten wir langsam, aber sicher wieder dahin kommen, wo es gut wird. Ja, das sieht mir auch aus wie so ein Eierwerfer dort vorne. Jetzt drehe ich mal lieber ab. Oh, ihr seht das vielleicht gar nicht so richtig. Na gut, na doch, so ein bisschen. In dem Weitwinkel. In St. Gallen im Osten der Schweiz. Ich bin, glaube ich, gerade so östlich wie nie. Bin ich nicht irre? Ich war schon, im Osten natürlich, in Locarno waren wir doch, in der italienischen Schweiz, also im Südosten. Osten ist ja hier, Westen ist ja da. Ich bin so blöd. Und ja, da war es natürlich ganz anders als hier. Aber in St. Gallen war ich noch nicht, nee. Es gibt hier sehr viele Städte, aber die kann ich jetzt nicht alle besuchen mit einem einzigen Aufenthalt. Wenn ich das nächste Mal hier bin, dann werden die anderen abgehakt, wo ich noch nicht war. Rita aus Weiden, die wird auch sehr oft hier gegrüßt. Meine Grüße gehen ebenfalls raus. Ich warte die ganze Zeit, dass von hinten hier noch was kommt, aber scheinbar ist die Mittagspause vorbei. Chris, harte Arbeit. Selbstständige Schichtarbeit, im wahrsten Sinne des Wortes.
St. Klabusterberg. Gut, in der Schweiz würde mich nicht überraschen, wenn es wirklich einen Ort gibt, der so heißt. Ja, ich bin wirklich Trimax, ich habe sehr abgenommen. Gnädiger Herzlos. Achso, ich habe noch was ganz Wichtiges mitzuteilen. Und ich glaube, das ist der Coop, wo ich vorhin drin war, oder? Nee, nee, ist er nicht. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht, aber hier sieht es doch schön aus. Adam, wenn du noch am Start bist, das ist wirklich einer der schönsten Brunnen, die ich bisher hier gesehen habe. Junge. Das Wasser hat ja auch immer so eine geile Qualität. Nicht nur in den Flüssen, sondern halt auch. Elmo Livestream, ich habe bisher heute nur ein kleines Radler getrunken. Sonst nicht, nein. Also es sieht schon schön aus. Ich muss trotzdem aufhören, das Wasser zu trinken. Junge! Das sind schon wieder die nächsten Eierwerfer hier. Wir werfen keine Eier. Ich grüße Sie. Grüße euch. Melkfett. Mahlzeit. Könntet ihr euch erklären, warum ich hier mit Eiern beworfen werde? Nee. Warum mit Eiern beworfen? Ich wurde zweimal mit Eiern beworfen hier. Ah, mit Eiern. Das habe ich mitbekommen beim Leisten, aber ich habe keine Ahnung. Na gut. Kann ja sein. Vielleicht liegt sie auf der Hand. Und ich sehe den Wald vorbei. Mit Ihnen schießen. Aber sehr gern, Bree. Vielen Darm. Legende. Danke, danke dir, gleichfalls. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Danke, treibt sie zu bunt. Ja. Mahlzeug, Maulzeug, gell? So, hier sind so viele Straßenbahnen, Alter, ich werde ja nur überfahren. Ja, die sind echt süß. Also nur Homer. Komm! Hallo. Junge, mein Herz. Guter Mann, was ist denn heute die Suppe des Tages? Zwiebelsuppe. Vielen Dank. Die sahen so, als würden sie rauskommen und mir die Nase zurechtstutzen. Also es ist wirklich nicht so einfach in dieser Stadt, wenn man nicht ständig aufs Navi guckt, hier die Orientierung zu halten. Was zum Geier, Alter. Ich bin ja schon wieder hier. Helmut Kohl wird auch mit Eiern beworfen. Ja gut, sowas muss man sich halt echt verdienen. Hast du schon recht auf eine gewisse Art. Der Mann sieht aus, als wäre er der Eierwerfer. So wie er sich umgedreht hat, ist es auch. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Falls er nochmal um die Ecke kommt, dann ist es definitiv. Nee, scheinbar doch nicht. Aber hier sieht halt auch jeder Dritte so aus. Könnte er derjenige sein. Junge, dieser unfassbare Lärm, Alter! Boah, ist das nervig. Oh, Bro. So. Das ist echt brutal. Ja, das Mädenvieh schickt mir einfach bei WhatsApp so ein paar Eier-Emojis. Hätte mal alles richtig gemacht. Junge, das ist einfach nur eine Sauerei. Naja, die dort wohnen, tun mir leid. Ja, Mann, aber diese Geräusche, das ist ja wirklich extrem unangenehm. Mmh.
guter Mann. Ihr Lächeln erfreut mich. Oh, schön. Schön. Schön, schön, schön. Sowas tut gut, wirklich. Bin gerade wieder ein paar Wochen... Alter, das sah jetzt aber wirklich so aus, als würde hier das Ei gleich fliegen. Also, ich grüße Herr Meichenberg. Mal zurück. Junge, ist das krank. Junge, meine Kollegen haben mich, glaube ich, vorhin gerade getroffen. Kann das sein? Die Studenten? Ja. Ah ja, die sahen sehr eng aus, die Männer. Ja, ich war gerade noch am Arbeiten. Schönen Feierabend, Brie. Ach, du bist der Herr, von dem sie berichten? Ja, genau. Oh, ist das herrlich. Ist das herrlich. Darf ich noch ein Foto machen? Ja, sehr gern. Außer Whisky? Ei? Habe ich irgendwo was? Nee, das... Ich hab nein, das war's. Nee, das ist irgendwas anderes gerade gewesen, hat nach Seife geschmeckt. Junge, es gibt wahrscheinlich hier verschiedenste Angriffe. Irgendwer verfolgt dich hier. Ja, ich merk's. Mit Blitz. Scheiße. Ah, das ist doch herrlich. Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Bist du noch lange hier? Nö, ich werde überleben. Also, ich habe langsam wirklich Angst ums leibliche Wohl. Was haben wir noch? Morgen in Zürich. Zürich. Wieder zurück nach Zürich morgen? Ja. Wird massiv. Der Herr Sumpex gedehnt. Was? Der Herr Sumpex wird ausgedehnt. Ich freue mich wirklich auf sein enges Gesäß. Ja, ein stabiler Peugeot, habe ich schon gesehen. In der Tat. Feinster Stahl! Geil. Ja gut, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Danke gleichfalls. Schönes Wochenende. Ja, ciao. Der Mann. Nein. Nein. Ich glaub das nicht. Ich sehe das schon. Das Ei war doch schon. Nein. Das hast du gerade erst eingesteckt. Ja, doch, doch. Ist das ein gezielter Angriff? Nein. Nein. Junge, ist das krank. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie ebenfalls. Willkommen in Basel. Ja, ich wurde bereits willkommen geheißen, aber nie getroffen. Ja. Können wir ein Foto zusammen? Ja, sehr gern. Oh. Oh mein Gott. Ich bin bestimmt jetzt locker 40 Minuten hinterhergefahren. Alter, wild. Herrlich. Oh, vielen Dank. Dank. Stabiles Gefährt auf jeden Fall an dieser Stelle. Das ist wirklich ein Raum. Kappa. Wärst du mir noch so lieb? Ja, sehr gern. Eine Unterschrift. Können Sie das bitte halten? Das wäre ausgezeichnet. Selbstverständlich. Wem soll ich diese widmen? Nur Ihre Unterschrift. Oder an Eugen am besten. Also. Eugene? Ja, genau. Vielen lieben Dank. No homer. Ich danke ebenfalls. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt. Das kann ich nur zurückgeben. Genieße also, es. Ein schönes Wochenende, Bra. Komm. Junge. Money. Eugene. Das ist einfach nur schön. Die Unterschrift fürs nächste Ei, Alter, ihr kranken Schweine. Wie viel hast du diesen Leuten gezahlt? Ja, das ist eine gute Frage, das wird automatisch abgebucht. Man kann hier in der Schweiz so einen Livestreamer-Abo abschließen, sozusagen. Vor allem, mir tun dann diejenigen leid, die halt so gerade so 5 Minuten nach Streamende mich fast gefunden hätten und mich dann nie wieder finden. Ja. Beeilt euch, wenn ihr mich leben kriegen wollt. Du hast gerade einen Knebenvertrag unterschrieben. Ja, der Mann klappt dann die Seiten aus und das ist dann. Ich habe gerade ein Auto gekauft, am besten so ein Ranger. Von diesem Brunnen habe ich vorhin schon getrunken und da ich noch lebe, werde ich jetzt nochmal davon trinken. Junge, diese Waschmaschine vorhin, ey, es ist einfach nur faszinierend, was ich heute schon erlebt habe. Ich bin vorhin da rein, stimmt, da war der Leica-Laden, hier, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, und ich gehe jetzt hier lang, gucken, was wir hier Schönes erleben. Bandwurm, die brauchen auch ein Zuhause, die Würmer. Ich grüße Sie. Was geht?
Bist du? Ja. Bist du heute? Was? Nee, in Zürich. Ich hab gedacht, du bist morgen hier. Morgen in Zürich. Ach was. Nee, das, Und? Wie gefällt's dir? Na, bisher bin ich allem ausgewichen. Aber eine schöne Stadt, also. Alles ausgewichen, was meinst du? Bei den Eiern. Was Eier? Ich wurde mit Eiern beworfen. Wirklich? Ja. Wo? Am Bein und einmal fast am anderen. Also, das tut mir leid, Mann. Nee, es gibt bestimmt Schlimmeres. Solange es ja das ist, solange es keine Ambosse sind, die aus dem Balkon geworfen werden. Ja, vielleicht kommt das noch. Was könnte man denn hier noch, was muss man unbedingt noch gesehen haben, was nicht in Innenräumen sich befindet? Ah, du bist zur falschen Jahreszeit hier. Das höre ich öfter. Ich komme im Sommer auch nochmal her. Also den Fluss hast du gesehen? Ja. Das Münster hast du gesehen? Ja. Okay. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch der bittere Tod. Ich mag diesen Mann jetzt schon sehr. Ich Junge, ist das genau. Nee, also du bist eigentlich wirklich zur falschen Jahreszeit hier, wenn du im Sommer hier bist. Ist echt geil. Im Sommer bin ich auch nochmal hier, auf jeden Fall. Genau. Ey, können wir einen Bitten machen? Ja, sehr gern. Alter, was? Krass. Dass ich dich noch treffe, Wahnsinn. Nee, ich schaue deine Videos jetzt seit einer Weile. Aber mein Weile hat an dieser Stelle. Ich bin so verkatert, ich bin zittern. Ja, das passt gut zusammen. Voll geil. Danke gleichfalls. Danke dir. Genieß es, Bree. Und, bleib sicher. Ich versuch's. Wappne dich und ich hoffe, du kommst noch heil nach Zürich. Ja, ich auch. Ich auch. Ist gut. Also mach weiter so. Ich werde dir was schicken. Bitte keine Eier. Tschüssi. Mehr Eier. Junge, ist das krank. Ja, der Mann hatte einen sehr stabilen Löller. Das hat man durch die helle Hose durchgesehen, ja. In der Tat nicht zu leugnen. Oh, Junge. Okay, die hat angehalten. Mann, diese Straßenbahn, Alter. Die machen mich wirr. Das ist eine Kulturbox. Ach so, das ist ein Werbedingsbums. Ich dachte schon, das ist hier so eine Art Gorillas. Jetzt kommt der Eiermann. Kommst du im Sommer nach Locarno? Ja, ob ich dort nochmal hinkomme, weiß ich nicht. Da haben wir ja schon alles gesehen. Es gibt sehr, sehr viel noch in der Schweiz zu sehen. Und ich sage immer wieder, bevor ich an einen Ort zweimal komme, will ich lieber die Orte sehen, die ich noch nicht gesehen habe. Lörrach! Ich entscheide das eigentlich immer so anderthalb Tage ungefähr vor der Fahrt in eine Stadt, wo ich hinfahre, nach dem Wetter ganz einfach. Also mit Zürich hatte ich ja richtig Glück. Im letzten Mal war ja schöner Sonnenschein und so. Hier war heute eigentlich auch ein bisschen besseres Wetter angesagt, aber solange es nicht regnet, ist ja alles perfekt. Ich vermute mal, Schnullhahn, dass ich auch dort den einen oder anderen Menschen habe, der mir nicht abgewandt ist. Alter, diese Straßenbahnen, die machen mich wirklich wirr. Oh, Junge, Junge, nee. Boah, das ist, Alter. Also echt, wer über Kopfhörer schaut, oh, Bro. Wer über Kopfhörer schaut, es tut mir echt leid, Alter. Das ist wirklich, das ist echt brutal. Alter. Rahmtäfli. Glutenfreies Feigenbrot. Oh, Alter! Ich kaufe später noch ein bisschen was ein. Muss ich jetzt im Livestream machen. Junge, dieses ganze Stroh nahe dieser Feuerstellen. Wild. Gibt's hier Rice Up Asian Fusion Bowls at Home? Ach, diese Bowls. Ich habe einmal so eine Bowl gegessen für einen Zehner und ich weiß nicht, irgendwie bin ich, glaube ich, schon wieder zu alt. Aber Junge, dieses Kissen sieht schick aus. Für nur 99 Franken, also das sind ja umgerechnet 95 Euro. Ja, könnte ich im Kong eigentlich mitbringen. Warum liegt da überall Stroh? Larl. Okay, wir sind jetzt wieder in einer der ruhigeren Gassen. Oh, das hört man wirklich 100 Meter weiter noch so richtig Mark und Bein erschütternd. Alter. Junge, das Ding ist geil. Das zum Pfandsammeln so bei Festivals oder bei Konzerten irgendwo. Hui, hat leider zu gut gesichert.
Sollen wir später mit der Säge nochmal hier vorbeischauen. Huhn! Da kommt die Schluckstube. Stimmt, Schluckstube, herrlich, diese Namen hier. Das, aber Maximus Schnupfus, oder Schnupfus Maximus, das hat bisher noch nichts übertroffen. Sieht doch eigentlich schmackhaft aus. Bierkarte. Ach, Junge, ein Kölsch 4,80, ein halber Liter 8,50, ein Maß 16 Öcken. Ja, das ist legitim auf jeden Fall. Guter Mann? Dürfte ich nach draußen ein kleines Bier haben? Sicher. Vielen Dank. Nee, ein bisschen kleiner bitte. Ja, bei 0,3. Ja, ausgezeichnet. So. Hätten wir das heute auch abgehakt. Es muss ein bisschen Kultur mitgemacht werden. Na, geht's Internet wieder? Mann, ich gebe mir immer extra Mühe, nicht richtig reinzugehen. Aber sobald ich auch nur ansatzweise in eine Tür reinschaue, ist das Internet weg. Was ist denn das? Ich verstehe das echt nicht. Egal. Schmackofatius. Hey, bitte nie der Eiermann. So, einfach mal ein Mann ein Bier genießen. Bitte. Bitte. Ein bisschen Menschlichkeit. Das ist ja wirklich, wenn man einen Mann mit einem Ei bewirft, während er ein Bier im Außenbereich eines Restaurants beziehungsweise der Schluckstube zu sich nimmt, also das ist ja ein Kriegsverbrechen. Turbinenbrau, keine Ahnung, ich habe einfach ein Bier bestellt, ich lasse mich überraschen. Ey, diese Straßenbahnen sind mehrere Straßen weiter, die sind nicht mal hier direkt nebenan, die hörst du hier hunderte Meter, das ist wirklich brutal. Ausgezeichnet. Sorry, I'm speaking English, this is okay. No problem. 5:20. Yeah. Oh, it's cold outside, yeah. Yeah. It's no big price if you want to live. No. If you know what I mean. Yes. Thank you so much, bra. You need some back, huh? No. Thank you so much. Yeah. Got to be too cold out here. Ah, I am made of steel. Mensch! So, ich habe meine Steuerberaterin wird nie wütend, wenn ich ihr diese ganzen Quittungen gebe. Ich habe das während der harten Arbeitstätigkeit zu mir genommen. Also im Prinzip ja. Das ist nicht. So. Oh, das ist ein Feldschlösschen. Nicht dasselbe Feldschlösschen wie bei uns in Dresden, aber ist auch sehr schmackhaft. Ja, 0,3er Bier für 6 Öcken, das ist der Zenit. Weiter höher geht's nicht. Junge, diese Gasse, Alter. Ja, das war eine richtig herrliche Spülung. Ist mir, wenn das Schluckstube heißt. Oh ne. Jetzt fliegen die Eier. Ich habe halt gerade wirklich kurz mein Leben so an mir vorbeilaufen gesehen und dachte mir so, ja, wenn die jungen Männer mich jetzt ausrauben und zusammenschlagen wollen, dann ist es halt so. Das wollen wir. Ja, na dann. Aber lass den Stream an, das wollen die Leute sehen. Was? Willst du zusammenschlagen? Ja. Achso, ja. Bitte. Kannst du machen? Ausgezeichnet. Oh, Mann. Und
Kann ich noch vielleicht. Genauso gern haben. Junge, ja, sehr gern. Schau euch das an. Das bin ich. Ja. Soll ich das jemand widmen? Nee, passt. Ausgezeichnet. Es wird eingeladen. Geil. Ich wollte noch spenden. Alter. Junge, Cent, deutsches ja, Geld. Aus Deutschland, wir sind angereist. Extra über die Grenze gekommen. Ihr seid ja verrückt. Wie weit ist denn die Grenze hier weg? Ein Kilometer oder was? Ein Kilometer? Zwei, drei. Zwei vielleicht. Was? Ja. Da habe ich gar nicht richtig aufgepasst bei Google. Oh. Ich muss mich ganz kurz schneuzen, Bre. Ja, ja, ich möchte nicht als Superspreader in die Geschichte eingehen. Du lachst, ich habe schon viel am Gewinn, deswegen. Henry. Gut. So. Ich höre ganz euch. Ja, machen wir schnell. Brie. Ja, machen wir. Ja, komm. Ja, komm. Warte. Ja, das ist gut. Ja, warte. Ja, warte. Das ist ja. Perfekt. Der beste Moment meines Lebens. Scheiße. So, warte. Perfekt. Hier, danke. Gott segne euch. Ich auch. Bleibt so eng, wie ihr seid. Schön ist das herrlich. Ein Jerry, zum Glück nicht. Kind, wer nicht immer ein gedrucktes Foto von mir dabei hat, wirklich. Was ist asozial? Der Mann will sich das... Bro! Ey, das ist so laut, Alter. Keine Fotos, der Mann trinkt gerade Monte Rowdy. Ach, Quatsch. Also, wenn ich mit meinem Vater, der Freundin oder so im Restaurant bin, dann ist es richtig, dann will man mal seine Privatsphäre genießen. Aber selbst wenn ich so mit Kumpels irgendwo in der Kneipe sitze, würde mich das nicht stören. Das sollen die mal sich nie alle so haben, Alter. Alter, wirklich. Darf nie vergessen, warum man sich das Bier hier leisten kann für 6 Öcken. Nie, weil man die ganze Zeit Fotos ablehnt. Es soll jetzt keine Ansage sein, aber es ist halt nur meine Meinung. Es gibt ja auch immer Grenzen, so sieht es aus, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Das Bier nennt man auch Stange. Ich war mir nicht sicher, wenn ich die Stange bejaht hätte, dann dachte ich, ich krieg noch ein 0,2. Und 0,2 ist dann schon ein bisschen sehr mager. Ich gehe gleich weiter, ich muss das noch ausdenken. Das tut mir echt leid mit den Geräuschen, das ist ja wirklich brutal. Ja. Morgen geht es noch nicht zurück nach Deutschland. Nee. Morgen geht es erstmal nach Zürich. Königsweg, danke für den Prime. Und dir, Mountain, geliebter Onkel, danke für 5 verschenkte Subs, Alter. Heiliger Bimbam. Vielen, vielen Arsch. Vielen, vielen Arsch. Fröstel. Junge, darf ich in dir kommen? Oh, meine Lippen sind so trocken. Boah, sieht ganz schlimm aus. Habe ich eigentlich nie. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so ist. Jetzt kommt gleich der Ogre mit dem blauen Ranger. Oh, bitte nie. Herr Gringo, ich danke dir ebenfalls. Vielen Arsch. Und Hackfleisch, oder? Danke für den Cent. Hast du vor, nochmal nach Basel zu reisen und Leute mit Eiern zu bewerfen? Junge. Also wenn ich Leute mit Eiern bewerfe, dann eher so in der Umgebung der Heimat, weil ich ja dann auch mehr oder weniger gezielt diese Eier verteile. Jedenfalls in der Vergangenheit immer. Aber so in fremden Städten Eier zu werfen, das wäre mir dann doch ein bisschen zu heikel. Junge, Tierblöden machen mich hier wahnsinnig. Der Wirt hat dich gerade beobachtet, er wartet auf den richtigen Moment, um dich zu verspeisen. Ah,
wenn das bedeutet, dass ich noch ein Bier bekomme, dann lasse ich mich gerne vertilgen von diesem Herrn. Könnt natürlich gerne eine nette 5-Sterne-Bewertung für die Schluckstube bei Google da lassen. Die haben einen sehr angenehmen Außenbereich. Bist du wirklich Bi? Nur im Suff. Nur im Suff. Richtig, Stange ist 02, ja, ausgezeichnet. Ja, Mann, Alter. Also du brauchst ja locker doppelte Verglasung. Aber das ist, also ich, wie gesagt, ich weiß, ich will jetzt nicht ständig darüber reden, weil das ist übelst nervig, wenn ich jetzt 50 Mal erwähne, dass es hier laut ist, diese Straßenbahn, aber das ist so extrem laut, also das ist brutal, diese Frequenz. Das kann kein Fenster dämmen, vor allem nicht bei diesen alten Häusern, das sieht da alles so aus wie ganz einfaches Zeug. Brutal, Alter. Mit die Covid-Lippen, Henry. Beim vierten Versuch war der Test negativ. Gut, Kitty, vielen Dank für den 9. Monat. Wie wird unser Sohn heißen, Bri? Meine Mutter hat gefragt, ob du eine Krankheit hast wegen dem Kampf. Ja, die Krankheit heißt... Kongs 8ITV. Enze, danke für das für den einen Schluck Bier. Hast du vor, andere Streamer mit Eiern zu bewerfen? Das klingt grundsätzlich sehr verlockend, ja. Sauerkrautesser, ja, in der Tat. Das ist in der Schweiz wirklich sehr angenehm organisiert. Und Hackfleischsalat, danke für 100 Diamanten. Widme mir mal Grüße. Hackfleischsalat, das ist wirklich ein sehr schöner Name. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Wisst ihr, das Bier in der Schweiz schmeckt irgendwie besser, weil ich das irgendwie immer an der frischen Luft genieße und weil man das viel mehr wertschätzt irgendwie. Ich meine, wenn man sich ein 0,3 Bier für 6 Öcken holt, dann genießt man das halt einfach automatisch so. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Kommt noch ein Stream von Altschauerberg, bevor der Ogre 2 Jahre verschwindet? Nee, irgendwie. Ich halte es nicht für so lohnenswert, dorthin zu fahren, nur dann ein paar Minuten später von der Polizei Platzverweis zu bekommen. Keine Ahnung. Heinrich von Klick, danke für den 17. Monat. Das ist auch nicht zu verachtenbar. Vielen Dank. Und die 2 Schlucke Bier? Das ist ja wirklich so. Ich war im Sommer in Basel, da war das nicht so laut mit den S-Bahnen. Naja, im Sommer... Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf 10 Meter Schienen gerechnet sind ja die Gleise an einem Sommertag 3 mm, 4 mm, ich weiß es nicht, 5 mm auf 10 Meter gerechnet ungefähr. Oder das ist vielleicht auch ein Zentimeter, ich habe keine Ahnung, größer, dann ist vielleicht das Verhältnis anders und dann ist es leiser. Vermute ich. Hab mir gestern Lord of the Toys auf Suna gekauft. Bester Film, Bre. Ich danke dir vielmals. Gasthaus zum lustigen Maivis. Ess doch da was da. Nee, ich esse ja nicht. Also. Ein Hauptgericht kostet hier einfach 40 Euro. Keine Ahnung, da koche ich lieber. Also, weiß ich nicht. Also muss ich auch nie so viel essen. Ich habe gestern einen Tag lang so gegessen wie der Drachenlord und mir halt wirklich diese ganzen klassischen Kultgerichte reingezimmert. Insgesamt 4300 Kalorien und boah. Ich habe heute einfach weniger Hunger als sonst. Das war echt eine Qual. Das Video kommt übrigens morgen. Naja, das ist absolut geisteskrank. Also ich habe natürlich nicht dieselben Portionen gegessen wie er, aber halt diese Gerichte. Und das war, boah, nee. Dann gucke ich heute so rein in den Stream. Kurz, also natürlich in den Restream, nicht in den richtigen Stream. Auf der Zugfahrt. Und sehe so, wie er einfach so um 14 Uhr noch was, einfach schon so gehend
Das wäre völlig übermüdet und so. Und das kann ich halt echt nachvollziehen bei dieser Ernährung, Alter. Das ist wirklich, das war echt brutal. Es war nur ein Tag. Ich bin froh, dass es nur ein Tag war. Was hast du für eine Jacke an, Jordan? Ja, ich habe mich ja mal von meiner Jacke getrennt an Silvester. Von der, die ich immer anhatte. Diese Cordon. Die war ja vollkommen kaputt innen und so. Und habe immer noch eine, die jetzt auch nicht so völlig überteuert war, weil Jacken gehen immer mal kaputt. Da kriegst du immer mal Brandlöcher rein oder ähnliches. Oder die werden vergessen oder so. Habe ich die gefunden. 170 Euro habe ich, glaube ich, umgerechnet bezahlt. In Polen habe ich die gekauft. Die war von 330 Euro oder so reduziert. Glück gehabt, weil die ist echt geil. Hat doch nicht jeder. Kannst du Spagat? Ja, aber das wäre, glaube ich, sehr, sehr schmackhaft. Sehr, sehr schmerzhaft. Fight? Nein. Wenn du Ronny Berger mit Eiern bewerfen willst, meld dich bei mir. Hast du jetzt Angst, dass man dich mit Eiern bewirft? Warum soll ich dafür Angst haben? Also, ist doch geiler Content. Ich meine, so ein Clip, wenn mich so ein Ei richtig trifft, ist es doch wert, mich dafür zu waschen. So, wisst ihr, was ich meine? Ich mache mir da nichts draus. Also, die Leute werden schon ihre Gründe haben. Also entweder haben die halt wirklich Abneigung gegen mich oder die machen sich einfach so einen Spaß draus. Also ich kann es nachvollziehen, weil ich bin halt auch jemand, der mal ein Ei geworfen hat auf jemanden und dann sich einen Arsch abgelacht hat, als ich getroffen habe. Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich jetzt mich da übelst aufregen würde? Ja, sag ich mal so, wie es ist. Oh, herrlich. Gonzo, ganz angenehm eigentlich, habe ich gehört. Also ich würde mich da nicht selbst mit dazu ordnen. Werden morgen Arthurs Eier geworfen? Die werden schön brasilianisch gewachst und dann oralisiert. Befrag doch mal die Passanten, ob es sie nervt mit den Straßenbahnen. Das mache ich gleich. Das ist eine gute Frage. Das ist eine verdammt gute Frage. Mr. Darkim. Nee, ich antworte nicht mehr drauf. Macht mich wirklich herrlich. Liverpool-Fan, ja, die Google-Bewertung, die werde ich mir dann durchlesen auf der Zugfahrt nach Hause. Da bin ich echt mal gespannt. Wenn ich mal Adam erfolgreich vom Altschauerberg streamen kann, schafft es keiner, ist halt echt so. Ah, oh, Junge, das weiß ich noch damals, unser erster Kontakt. 7000 Zuschauer, wo der Skyline vorm Rewe stand und dort er gestreamt hat. Und ich komme dann so oberkörperfrei in diesen Twitch-Livestream. Oh Mann, ey, da habt ihr bestimmt auch gedacht, ich bin der letzte Bastard. Und jetzt Jahre später habt ihr die Bestätigung erhalten, ich bin wirklich der letzte Bastard. Alter Seele, mach mich nicht fertig. Du hängst voll zurück im Chat. Ja, ich weiß. Aber ich will den Chat so ausführlich lesen wie möglich. Das ist immer das Problem. Jedes Mal, wenn ich den Chat so richtig durchlese. Meine Eier kannst du morgen auch wachsen. Komm doch schon mal gewachst an, das wäre wirklich gut. Schön gewachst, geduscht, parfümiert. Chaot, ich habe wirklich nur drei oder vier Chatzeilen immer hier in dem Bildschirm, weil ich lese gerade vom Streamlabs-Ding ab. Und da hängt man halt immer massiv zurück. Also ich habe schon mal damals so locker 20, 25 Minuten geschafft, die ich zurückhing. Ja, aber Junge, 2400 Zuschauer, ich freu mich an dieser Stelle, dass ihr so viele seid. Ich meine, ich habe anderthalb Monate nicht gestreamt, das ist jetzt der zweite Livestream und da darf man ja auch mal seine Freude ausdrücken an dieser Stelle. Da ist es halt ein bisschen viele. Für welche Stadt würdest du aus Dresden wegziehen? Also aus Dresden wegziehen würde ich ja nicht nur für eine Stadt, sondern dann für die Zustände des ganzen Landes. Also auf jeden Fall nicht für Basel. Ich kriege jetzt schon einen Hörsturz für die Zustände des ganzen Landes. Aber Wien fand ich bisher sehr schön. Aber in so eine Schweizer Stadt zu ziehen, denke ich eher nicht, also auf Dauer, keine Ahnung. Ich will nicht wegziehen aus Dresden, ich finde es dort schön. Ich habe dort meine Familie, meine Freunde und
Das ist, für mich ist die schönste Stadt der Welt. Dresden ist perfekt. Da gibt es alles, was man will. Der Laden heißt Schluckspecht mit 2G. Nee, Schluckstube. Das könnte aber auch vom Rainer sein eigentlich. Das ist wirklich so richtige Sprache. Schluckstube mit 2G. Wirklich, das ist es. Mit 2G. Gut. Hätten wir das auch geklärt. So, ich gehe mal jetzt beim Chat ganz runter. Gut. Jetzt sind wir wieder aktuell. Aber. Ist das Weitwinkel? Nee. So. Ja. Heimerswinger. Würden Sie bitte mit den bohrenden Fragen aufhören? Nur weil ich mich heute nur einmal geboostert habe bisher. Lol, wieso ist es aufgesperrt? Keine Ahnung, wenn man das mal irgendwie früher in ein Dings gepackt hat, in Bann oder sowas, dann wird sowas gleich gespeichert. Beziehungsweise sind durch diesen Automat auch viele Sachen wie zum Beispiel zieh dich aus, glaube ich, oder sowas gesperrt und dann unter anderem auch Sauf, weil das so Aufforderungen sind zu so gewissen Sachen wegen den neuen Twitch-Richtlinien. Ich habe mit diesen Automat Stufe 2 oder was, das ist nicht konkret durchgelesen. Aber man kann das ja auch ein bisschen netter formulieren, wie zum Beispiel, lass dich doch mal endlich zulaufen, du Knecht, oder so. Dann kommt das vielleicht ein bisschen besser an. Hier, andere können ja auch so aufschreiben. Ich weiß nicht, das ist manchmal echt komisch. Manchmal ist es einfach wirklich nicht nachvollziehbar. Ausverkauf. Braucht jemand Kerzen, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Das ist wirklich, also es kommt mir teilweise vor wie so ein Mittelaltermarkt hier. Das ist echt geil. Was gibt es hier? Fish Station. Bowls Noodle Soups. Ja, asiatisch hatte ich heute schon zum Frühstück. Mr. Wong. Sind wir hier in Chinatown? Aber schön sieht's aus. Guckt euch das an. So schön sind die Außenbereiche in Deutschland auf keinen Fall. Das ist echt geil gemacht. Oh, Junge. Ja, das Heimerswinger, einfach nur das, Alter. Sieht echt geil aus. Entschuldigen Sie, können Sie diese Mahlzeit empfehlen? Sehr. Ja? Ich darf nicht essen, aber meine Kinder lieben es. Na gut. Welche Version würden Sie empfehlen? Sie nehmen immer Mozzarella San Daniele. Also mit Mozzarella-Käse. Ja. Und San Daniele-Schinken. Gut, ich werde Ihrem Rat folgen. Vielen lieben Dank. Das, was das Mädchen schreibt. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Ich nehme bitte einmal genau dasselbe, was die gute Frau hatte. Genau dasselbe. Oder das gleiche. Ich vergesse immer, was richtig ist. Also, Sie wissen, was ich meine. Ja, ja. Ausgezeichnet. Also, es gibt keine Regel dagegen. Gut. 11,50 Euro. Ach du meine Nase. Ohne Ricola, ohne Tomaten. Nur mit Tomaten würde ich nehmen, ja. Noch mit Tomaten, dann wären sie einfach ein Franken mehr. Ach du meine Güte, ja, was soll da jetzt? Ja, mit Tomaten oder ohne? Ja, mit. Also dann 12,50. Ja. Leute, glaubt mir, das ist noch relativ legitim. Also, das ist noch relativ legitim vom Preis. Günstiger kann man sich hier an der Straße nicht verköstigen. Danke.
Aber es. Junge, diese verdammten Straßenbahnen, Alter. Ich denke, das gefällt dem einen oder anderen hier nicht. Das ist einfach eine alkoholfreie. Alkoholfreie Bar, Alter. Wirst du dem Oger ein Dach über dem Kopf gewähren, wenn er zurück ist? Hat er doch. Man wird genau wie Shoenice, also wer Shoenice kennt, von YouTube, aus Amerika auf jeden Fall. Oder, ja, ich glaube Amerika. Der hat auch jahrelang in seinem Auto gelebt, nachdem er obdachlos wurde. Und hat immer trotzdem Videos gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Fragen wir nach einem eiskalten Pilz. Die sind mir zu nett hier. Die spann ich nie über den Bock. Kommst du demnächst mal in Mier? Wo bist du genau in der Schweiz? In Basel-Bree. In Innenräumen ist 2G, in der Tat. Also vielen Dank. Lassen Sie sich schmecken. Bah. Da kann man sich ja sogar mal kurz niederlassen. Ich bin eine alte Drecksau. Oh, also, das ist ja wirklich eine Mahlzeit, die sich sehen lässt. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Das ist eine absolute Baba-Story, Bruder. Das muss ins Netz. So, alle mal lächeln. Schön. Oh, das ist so schön. Das ist so schön, Alter. Also gefressen. Nee, nicht 1,20 im Einkauf. Hier sind ja auch die ganzen Sachen, die man, also die Zutaten, 2,5 mal so teuer im Laden. Wie bei uns. Ich will gar nicht wissen, was die hier für Miete zahlen. Und man darf auch nicht vergessen, die verdienen hier die Stunde, ich würde mal vermuten, dass die hier so 27, 28 fangen die Stunde verdienen. Und das geht ja nicht, dass es, also wenn man das für 7 Euro verkaufen würde, das würde hier nicht funktionieren. Das schmeckt aber echt geil. Also ich fand zum Beispiel in Amsterdam war es immer sehr teuer auch. Aber dafür war das Essen nicht so gut. Hier ist es auch schweineteuer, aber dafür ist das Essen geil. Weißt du, was ich meine? Da ist man dann nie ganz so traurig. Denek, okay, danke für die Aufklärung. Habe ich mitbekommen. David 90, ich will heute auf keinen Fall saufen. Morgen wird sich das eine oder andere Bier noch reingezogen. Oh. Aber danke für das Angebot. Morgen geht's in die Langstraße. Oder was auch immer. Habe ich ja wenigstens einen richtigen Guide bei mir. Oder mehrere. He's good for you, danke für den Sub. In Bremen ist das Essen schweinebillig und schmeckt nach Enddarm. Ich war noch nie in Bremen. Amsterdam ist aber teuer wegen Touristen. Also die Touristen sind so daran schuld, dass Amsterdam teuer ist. Ja. Also die Aussage macht halt insofern Sinn, dass man in Amsterdam halt diese Preise verlangen kann, weil die Leute bereit sind zu zahlen und höchstwahrscheinlich auch nicht wiederkommen. Und genau deswegen muss das Essen ja nicht gut sein. Das Essen muss ja prinzipiell nur gut sein, wenn die Gäste wiederkommen sollen. So, kurz gesagt.
Amsterdam ist teuer wegen dem Hass, ja das, Alter. Oder weil man, wenn man high ist, dann ist ja mir eh egal, wie viel es kostet, deswegen. Herkules, ja. Das ist immer relativ spontan, wann ich in welche Stadt komme, wegen dem Wetter. Also da entscheide ich mich immer so anderthalb bis zwei Tage vorher. Darf man zu dir kommen und nach einem Foto fragen? Also, bisher habe ich jeden, der das versucht hat, verprügelt. Ich würde es nicht empfehlen. Nein, ich war noch nie in Trier und ich sehe mich auch noch nie, werde mich niemals in Trier sehen. Kiff morgen, du Schwen. Wie sind dort die Inzidenz zurzeit? Das bunzt mich in den Scheiß. Da hinten kommen wieder drei Eierwerfer. Das sind wirklich Eierwerfer. Die drei. Wir haben auch gerade gesagt, das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Exakt als sie hier vor diesem Geschäft waren. Bitte gerne gekochten Eier. Wird der Herr noch Luzern besuchen? In Luzern war ich schon, aber im Sommer werde ich dort nochmal hinfahren, auf jeden Fall. Stimmt, Dänemark war auch schweineteuer. Dänemark, da hat mir ein belegtes Brötchen auch 7,50 Euro gekostet im Bäcker. Das war ungefähr doppelt so teuer dort. Ja, kann ich mich erinnern. Aber da waren wir so kurz, deswegen kann ich jetzt kein großes Feedback dazu geben. Da waren wir ja nur auf der Insel, aber ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt. Bitte keine Opiate im Chat, danke. Ich weiß nicht, die Lippen sind seit gestern, seitdem ich diesen Tag wieder Drachenlord gegessen habe, sind die so. Vorher noch nie. Ich hatte das noch nie so schlimm. Vielleicht habe ich auch Affen-Aids. Ebola. Papa. Stimmt da? Ja. Ich kann mich an das mit den gekochten und mit den ungekochten Eiern erinnern, ja. Dänemark ist natürlich genau auch so teuer wegen den Touristen, ja. Die Touristen, die sind schuld. AK, vielen Dank für den Sub, geliebter Onkel. In der Schweiz ist alles so teuer und die verdienen nur so viel, weil die sich auch selber versichern müssen und so. Ja, das ist richtig. Ja, die zahlen auch viel weniger Steuern. Oh Junge, die Lebenserhaltungskosten sind einfach sehr hoch. Carlos, ich habe noch nicht gefragt, aber ich denke mal schon. August, du Schwanz, vielen Dank. Bist du Libanese? Ich wurde bei McDonald's geboren. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum man teilweise in Restaurants nicht wie früher mit Karte bezahlen kann? Hä? Hier gibt es nicht was zu Menschen. Bitte auch keine tausendjährigen Eier werfen. Oh Junge, das ist eine übelst große Mahlzeit. Geil, Alter. Hm.
hätte nicht erwartet, dass ich davon satt wäre. Das freut mich echt. Wirst du die WM in Katar boykottieren? Was heißt boykottieren? Also ich habe eh keinen Fernseher, also ich boykottiere die ja sowieso. Tropen Helmut, danke für den Prime. Nee, die zahlen viel Steuern und viel Krankenkasse. In der Schweiz bezahlt man ungefähr 25% Steuern, wenn man selbstständig ist. Und wenn man Angestellter ist, bezahlt man, wie zum Beispiel der gute Herr Deer Mountain, mit dem ich letztens gesprochen habe in Zürich, der hat gesagt, er bezahlt ein Gehalt Steuern im Jahr. Und im Vergleich, dass wir in Deutschland ja ungefähr die Hälfte Steuern zahlen. Oder zwischen 40% und 50%, wie auch immer. Weiß ich ja nicht, wo die Schweizer da viel Steuern zahlen. Und Krankenkasse hat er gesagt, dass er für die ganze Familie, inklusive Frau und Kind, 700 Euro bezahlt. Also ich bezahle jetzt 400 momentan. Alleine. Ja, fühle ich jetzt nicht so ganz, was du meinst. Bra. Was ist deine Aufgabe in Basel? Die sind bereits erfüllt. Ja, dass es beim Dönerladen keine Kartenzahlungen gibt, das hat ja wieder ganz andere Gründe, auf die ich natürlich jetzt hier nicht eingehen möchte. Aber der AMG zahlt sich ja nicht von selbst. Ja, was? Angenommen, Crow würde dich nach Bali in seine Villa einladen, um dort zu leben, würdest du wegen deiner Antipathien ablehnen oder zusagen? Ich möchte jetzt nicht in Bali leben, auch wenn es dort schön ist. Also ich bin dort gerne mal für ein paar Wochen eingeladen, hätte ich nichts dagegen. Aber ich habe doch keine Antipathien gegen Crow. Seine Deluxe-Boxen waren einfach nur Schmutz. Was kochst du als nächstes? Das weiß ich nicht. Das entscheide ich immer je nach dem Angebot, was es halt frisch im Laden gibt. Bist du der magere Skyline TV? Das werte ich bereits als Kompliment. Oh, sorry, diese Lippen, das sieht so scheiße aus, Alter. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, Mann, richtig räudig. Walter White, danke für die Diamanten. Das mit den Steuern ist so wegen den Touristen, ja, geht klar. Mein Jaro auf jeden Fall wieder nächsten Sonntag. Herkules, das hat mir der Herr Deer Mountain 83, der auch hier im Chat ist, so gesagt. Der zahlt ein Gehalt Steuern ungefähr. Er hat das selber schon beantwortet, genau. Ah, keine Ahnung, ich will jetzt auf jeden Fall hier nicht dafür verantwortlich sein müssen, zu definieren, was man in der Schweiz für Steuern und Abgaben bringt. Ich kann auch nur das weitergeben, was ich gehört habe. Alter Harzel, bist du Schwein. Ich kriege aufgrund der Steuern erst gar kein Gehalt ausgezahlt. Ehrenmann. Ah. Ah. So. Hattest du eine Lebenswende? Du siehst gesünder aus. Ich bin jetzt seit 19 Tagen frei von Koffein und Energy Drinks und Cola und sowas und Kaffee. Das war's. Das ist echt alles. Seitdem kann ich auch auf keinen Fall sagen, dass ich wenig getrunken habe, weil ich habe schon ja, so
fast täglich so meine paar Bierchen genossen, muss ich zugeben. Aber dieses kein Koffein, keine Energy Drinks, das macht so einen extremen Unterschied. Mir wurde echt schon öfter jetzt gesagt, ich sehe im Gesicht vor allem gesünder aus. Das ist krass, sowas habe ich seit Jahren nicht gehört. Und ja, es ist Wahnsinn. Das ist ja auch jetzt nicht, dass ich seit einem halben Jahr davon weg bin, sondern seit 3 Wochen nicht mehr. Brutal. Ja. Ob für morgen eine Boostjacke reicht bei dem Wetter? Ich habe sowieso nur die eine. Morgen soll es Schneeregen geben in Zürich. Ja, ich werde auf jeden Fall dasselbe anziehen wie heute. Also bis auf die Unterhose. Das ist keine Demo, das sind keine Trillerpfeifen, das sind die Gleise bzw. die Räder von den Straßenbahnen hier. Stolzer Sauerkrautesser. Ich distanziere mich zwar von Selfmog, aber deinen Kommentar kann ich einfach nur fühlen. Ist wirklich so. Einfach nur das, Alter. ASC Genetics, nein, es ist vorbei. Seit so 4-5 Tagen ist es vorbei. Ich habe auch wirklich keinen Bedarf, kein Verlangen mehr, Koffein zu mir zu nehmen. Ich vermisse das null mehr. Und fühle mich einfach besser. Ich fühle mich richtig gut ohne das Zeug. Also, ja. Macht's noch. Kann ich echt nur sagen. Ihr vermisst nichts. Ihr spart nur Geld. Hört auf, diesen Müll in euch reinzuschütten. Vor allem diese scheiß Energy Drinks. Scheiß Cola. Es ist einfach nur Dreck. Und 2,5 Wochen hat es bei mir gedauert. Danach bin ich einfach nur massivst am Genießen. Ich weiß gar nicht, wie ich es sonst ausdrücken sollte. Ja. Kap! Das war jetzt der letzte Schrei von Herr Lauterbach an dieser Stelle. Sorry. Und Hannes, danke für den 14. Monat. Oh, ist 18 Uhr. Gut, also ich würde mich dann jetzt auch mal verabschieden und schicke euch nach Amsterdam. Und zwar zum Shinui. Ich meine, es ist auch IRL live. Und so wie ich den Mann kenne, bleibt er auch noch viele Stunden live. Wir sehen uns, ich denke schon nochmal auf jeden Fall hier aus der Schweiz. Und danke für diesen geilen Stream, Alter. Also das war ja wirklich krass. 2x Eiern ausgewichen. Unfassbar viele mega nette Menschen, die mich hier aufgesucht haben und auch gefunden haben. Ich habe jemandem geholfen, eine Waschmaschine in den Keller zu tragen. Ich habe jemandem geholfen, eine Waschmaschine in den Keller zu tragen während dieses Livestreams. Wie geil ist das eigentlich? Ja. Oh, der Shinui wollte schon aufgehen. Der bleibt noch ein bisschen live, der Hund. Wiedersehen und danke für alles. Grüße an die Mods, ihr Bastarde. Kapp!